Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns heute hier im Dresdner Hauptbahnhof und haben die Aufgabe, einen Fernzug bis nach Riesa zu fahren. Und ja, wir befinden uns allerdings im Moment noch am falschen Gleis, wie ihr seht. Müssen uns hier einmal durchgehen und dann hier die Treppe hoch zu unserem Gleis 3, und dort steht ein ICE1 Boroi 401, den wir heute zu fahren haben. Und ich würde sagen, machen noch hier ein schönes Foto diesem wunderschönen Hauptbahnhof hier in Dresden. Das ist wirklich ein sehr schöner Bahnhof. Darauf freue ich mich auch schon, wenn ich dorthin fahre, im Rahmen meiner Spotting-Tour. Und ja, machen hier noch ein schönes, hübsches Foto, würde ich sagen. Und dann verlassen wir den Fotomodus und begeben uns an unserem Zug. Ihr seht dort hinten, kann der ja noch kurz hinfliegen, das sehe ich jetzt erst, steht noch eine wunderschöne BR146 mit ihrem RE. Also ich muss hier einige Repaints für installieren für dieses Szenario, aber es hat sich gelohnt, wie ihr seht. Definitiv mal. Ich finde das hier nämlich sehr, sehr schön. Hier, die hieß nämlich ein Ticket, alles fahren, www.vvo. Strichonline.de, Zug, Tram, Bus und so weiter. Dazu die passenden Dostos im VVO Repaint. Muss ich ganz ehrlich sagen, wunderschön. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, das mit den Repaints. Das war wirklich nicht einfach. Habe lange gesucht, dies alles zu finden. Aber letztendlich, ihr seht, hat es sich definitiv gelohnt. Hier im Dresdner Hauptbahnhof, was ja an sich schon ein wundervoller Bahnhof ist. Hier dort stehen noch ein, zwei Bahnmitarbeiter, die wahrscheinlich gerade nichts zu tun haben. Wir hingegen, wie gesagt, haben was zu tun, sollten uns jetzt auch langsam auf die Socken machen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Und dann würde ich sagen, verlassen wir den Fotomodus und ja, können uns hier noch mal kurz hier oben, können wir oben? Nee, leider nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir uns oben so ein bisschen positionieren können und dann so ein bisschen den Dresdner Hauptbahnhof im Blick haben. Aber ja, das ist auch so wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Der Dresdner Hauptbahnhof gefällt mir immer mehr. Ich freue mich wirklich drauf, ihn live zu sehen. Wird nicht mal allzu lange dauern, 2 Monate noch. Dann geht's los. Endlich wieder auf Tour. Toursaison 2024 wird losgehen. Und ja, wie gesagt, verlassen wir den Fotomodus und begeben uns zu unserem Zug. Feste Ankunftszeit haben wir nicht. Das macht die ganze Sache etwas entspannter. So, schließen hier die Türe. Auch hier die Tür. Müssen allerdings auch noch die Spitzenlichter korrekt einstellen, habe ich gerade gesehen. Die sind nämlich noch nicht korrekt eingestellt. Aber das werden wir jetzt in dem Moment ändern. Genau. Ja, soll ich die Tür noch öffnen oder nicht? Das kann ich jetzt, glaube ich, entscheiden, wie ich möchte. Lassen wir das einfach und begeben uns einfach auf die Fahrt. So. Auf geht's. Nächste Station, Riesa. Wunderschön. So, dürfen mittlerweile auch 60. Schön. So, dann springen wir hinein, würde ich sagen. Ach ja, 60, das sollte kein Problem sein. Genau. Und dann
werden wir uns Richtung Riesa begeben. Bei wunderschönem Sonnenschein, wie ihr seht, frühmorgens um 7 Uhr. Das ist ein Szenario aus dem Creators Club. Im Sommer würde ich jetzt mal tippen. Um die Zeit wird das wohl im Sommer stattfinden. Würde ich jetzt mal spontan tippen. So, fahre ich schön an einem langen Güterzug vorbei, wie ihr seht. Das ist doch wirklich zum Heulen. Entschuldigung, es ist zum Heulen. Macht doch keinen Spaß, sowas. Macht doch wirklich keinen Spaß. Was an dem Zug liegt oder? Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls seht ihr dann hier noch die wunderschöne BR-185. Ach Mann, ey, das ist wirklich, das nimmt dann so den Spielspaß, wirklich. Macht doch keinen Spaß, sowas. Sowas macht wirklich keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Man drückt die Sifa und es kommt nichts. Ah, Güterzug hat Ausfahrt, beziehungsweise Ausfahrt nicht, sondern Weiterfahrt. Da kommt noch eine Hamster. Wunderschön, wunderschön. So, ich drücke die jetzt ein paar Mal, dann ist mir völlig wurscht, bevor die wieder nicht reagiert. Das ist nämlich so zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht einfach keinen Spaß. Ich glaube, da könnt ihr mich auch verstehen. Wenn man die Sifa drückt und es passiert nichts, das ist einfach nicht schön. Weil ohne Sifa fahren ist ja auch irgendwie scheiße. Das ist jedenfalls meine Meinung. Kleines Foto. Oje, das ist... Sorry, das war jetzt nicht so genial. Aber gut, gut, dass ich das jetzt auch weiß, dass man das so machen kann. So, machen wir hier noch ein kleines bisschen. Genau, das dürfte eigentlich soweit genügen. Das ist ein bisschen dunkler, das ist mir doch ein bisschen zu hell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So passt das doch. So passt das doch. So. Wahrscheinlich eine S-Bahn. So, fahren wir schön durch Neustadt. Ah, oh, eine schöne schicke 612er. Zwei sogar. Wunderbar. Sehr, sehr schön.
ein schönes Creators Club Szenario mit viel KI, was ich besonders schön finde. Ihr kennt mich. Das haben wir hier links. Genau, und dann dort unter die Brücke, ja. Nach wie vor 80. Dieser Zug hat übrigens das Hauptziel oder als Ziel Berlin Hauptbahnhof Tief. Das nur mal so als Info. Und wir übernehmen den Part von Dresden nach Riesa. Oder den Abschnitt vielmehr. So, dürfen jetzt gleich 100, dann auch schon 160. Dann kommen wir so langsam auf Geschwindigkeit hier. Verlassen wir langsam Dresden. Genial. Sehr, sehr nice. Wenn ich mich zwischendurch etwas weiter weg anhöre, dann liegt das daran, dass ich etwas weiter weg vom Mikro bin, weil ich meinen Fuß hochlegen muss. Wegen meinem Bänderriss, das ist alles nicht so prickelnd, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Nur, dass ihr nicht, dass ihr meint, irgendwie mein Mikro ist scheiße oder das Sound ist scheiße. Nein, ich bin nicht immer so hundertprozentig nah am Mikro wegen meinem Fuß. Ich lege den zwischendurch hoch. Das ist wirklich nicht so angenehm, den die ganze Zeit so den Boden zu haben oder übereinander und so weiter. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das nicht so toll ist. Und ja, ich hoffe, dass ich damit bald am Ende bin. Also 2 Wochen habe ich jetzt noch mal drauf gekriegt an Krankschreibung, bis zum 16. auf jeden Fall noch, und dann mal schauen, wie es weitergeht, was der Arzt sagt. Ja. Alles nicht so toll im Moment, aber ja, muss man durch irgendwie. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Bänderriss hat oder hatte, weiß, wovon ich rede. So, nach wie vor 160. Steht dort Feines. Sieht nach einer BR 146 aus. Genau wie wir sie schon in Dresden gesehen haben. Gleiches Repaint mit ihrem RE. Wunderbar. Im VVO-Modus, beziehungsweise VVO-Repaint. Rotes Signal, das ist jetzt aber. Jetzt wir mal ganz schnell hier runter auf 80. Jetzt ist es wieder gelb, aber wir bleiben trotzdem mal bei 80, weil wir nämlich wahrscheinlich, solange wir gelb haben, kommt ja auch jemand Rotes, und ja, besser ist, wenn man dann mal ein bisschen schon mal vorbereitet ist.
So, das ist wieder grün. Haben wir denn noch weitere rote Signale hier zu beachten? Sieht nicht danach aus, aber... Gut, dann gehen wir erstmal wieder auf 130. Schauen wir mal, was passiert. Scheint jetzt erstmal kein rotes Signal mehr zu geben, dass wir dann wieder beschleunigen können dürfen. 160 wieder. Da seht ihr es, die 160 will nicht wertig ein bisschen. Jetzt hat es doch geschafft. Dann haben wir noch 29 Kilometer. Dann haben wir wieder ein gelbes Vorsignal. Hat sich mittlerweile auch erledigt. Kommt das nächste, also irgendwas fährt da vor uns. Scheinbar. Ich kann aber noch nicht beurteilen, was da. Da ist was. Ihr seht's. Und dann fahre ich. Das ist der Grund für unsere Einbremsung hier. Irgendjemand ist auf unserem Fahrweg. Noch 120 zurück. Den wir auf jeden Fall zu erwarten. So, wir sind jetzt so gerade in so einem Zeitfenster drin, wo die roten Signale immer kürzer, knapp oder auf jeden Fall rechtzeitig umspringen, sodass wir eigentlich gut weiterfahren können. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur schön. Einfach nur schön.
So, hüpfen wir mal wieder rein, weil wir haben gleich ein gelbes Vorsignal. Das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Also ihr seht, wir sind in so einem Zeitfenster drin, wo sich die roten Signale dann doch entscheiden dafür, wieder auf grün zu gehen, beziehungsweise auf gelb. Sodass wir immer so ein bisschen weitere Fahrt haben, ohne irgendwie aktiv zu werden. Passt gerade sehr gut, muss ich sagen. Nach wie vor 120. Zack, wieder umgesprungen. Also es passt im Moment wirklich vorzüglich. So, jetzt dürfen wir gleich wieder 100, 160. Ist die Frage, ob es dann immer noch passt, weil wir dann gut 40 Stundenkilometer oder 40 km/h schneller fahren. Schauen wir mal, ob sich das dann immer noch ausgeht. Ich glaube, jetzt müssen wir doch anhalten, zumindest langsamer werden. Diesmal ist es kein gnädiges rotes Signal, zumindest noch nicht. Das heißt, wir sollten doch mal ein bisschen bremsen hier, zumindest auch unter 85 fürs Erste. So, jetzt haben wir erstmal wieder grün, dann können wir eigentlich auch wieder, ne, noch nicht, immer noch unter Beeinflussung, noch dürfen wir gar nichts, weil wir uns noch nicht befreit haben. Noch haben wir PZB-Beeinflussung oder 1000 Hertz-Beeinflussung, so nennt sich das. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich am nächsten, ich wollte gerade sagen, jetzt können wir uns befreien, dann können wir auch wieder aufschalten. Auf 160 fürs Erste. So. Ach, wir fahren hier rum. Ah, ich dachte, wir fahren jetzt. Ah, okay. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben schon wieder rot. Ich brech ab. Die wollen mich doch im Moment hier ein bisschen veräppeln, habe ich das Gefühl.
So, und ich wette mit euch, wenn wir dann gleich 160 drauf haben, kommt dann gleich wieder irgendwoher ein rotes Signal. Ich sag's doch, ich sag's doch. Ich kenne doch TSW mittlerweile. Ich sag's doch. Naja, es hat sich erledigt. So, 130 haben wir dann zu erwarten. Wieder mal rot. So, 18 Kilometer noch. So, durch eine 20. So, springt das auch noch um oder muss ich jetzt runter auf 80? Was sagt ihr? Ich befürchte, ich muss runter. Zumindest wenn ich das gelbe Vorsignal passiert habe, dann auf jeden Fall. Dann tun wir das doch auch schon mal. Dann tun wir das doch auch schon mal. Tun muss es ja sowieso. Ich glaube, jetzt haben wir endgültig rot. Jetzt haben wir endgültig rot. Wird nämlich gleich der 500-Hertz-Magnet aktiv. Dann sollten wir auf jeden Fall schon mal unter 50 sein. So, jetzt können wir eigentlich wieder auf 120 hoch. Mein Gott, was ein Hin und Her. Das ist echt, das ist wirklich nicht einfach manchmal. Ist auf jeden Fall nicht hier für faule Leute irgendwas, sondern wir müssen mal echt auf Takt sein. So, und dann sitzt noch 8, irgendwas, 8,5, also nicht mehr der Rede wert.
sehr schön. BR-363 mit einem Dosto. Auch sehr schön. Sieht man auch nicht alle Tage. So, 6 Kilometer noch. Ich denke mal, viel schneller als 120 werden wir dann auch nicht mehr fahren. Für die paar letzten Meter hier noch, denke ich nicht. So, was kommt da vorne? Ist da noch was? Ja, das sieht doch nach einer 185 aus, wenn mich nicht alles täuscht. Eine einzelne, wunderschön. Dann haben wir es gleich geschafft. Sehr, sehr schön. Dann werden wir wahrscheinlich gleich auf PZB-artig langsam runtergebremst, um in den Bahnhof Hauptbahnhof von Riesa einzufahren. Ah, das ist die nächste. Was ist das denn? Wunderschöner Güterzug, übrigens auch ein Repaint, was man für dieses Szenario braucht. Diese Güterwagen, diese Kesselwagen, die brauchte man auch als Repaint für dieses Szenario. Ich kann euch ja gerne den Link zu dem Szenario gerne mal unter die Videobeschreibung packen und dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr das findet und könnt euch dann selber durchlesen, was ihr alles dafür benötigt an Repaints, an DLC. Ihr braucht auf jeden Fall Payware und Freeware. Payware auf jeden Fall die Strecke und den ICE-1 ist ja irgendwo logisch und Freeware auf jeden Fall einiges an Repaints. Wie gesagt, ich packe euch den Link unter die Videobeschreibung. Dann könnt ihr dort selber dann schauen, was ihr dort alles benötigt, um dieses Szenario spielen zu können. Während wir hier an der Hauptstraße oder an der Autobahn vorbeifahren. Stadtautobahn würde ich jetzt mal tippen. So, wir werden hier auf jeden Fall jetzt quittieren dürfen müssen. Das haben wir getan. Dann drücken wir die SIFA. Schon mal runter auf zumindest 50 oder zumindest 40 sogar, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann fahren wir schön in Riesa ein, wunderbar. Wären wir.
Was ist denn jetzt los? Ach, was war das denn? Sorry Leute, das war, da hat mein Controller irgendwie, ihr habt ja gesehen, was da passiert ist. So sollte es auf jeden Fall nicht sein. Ich habe das Szenario auf jeden Fall so nicht beenden wollen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben, nach oben. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Freitag, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Wie gesagt, ich packe euch den Link unter die Videobeschreibung und dann könnt ihr selber sehen, wo ihr das Szenario findet, was ihr alles dafür braucht. Und ja, ich hoffe, trotz dieses Endes, ja, hat es euch trotzdem gefallen einigermaßen. Wenn ja, wäre schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und ja, was soll ich noch sagen? Habt eine schöne Zeit. Euer der Dennis spielt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.